Der viel zu frühe, dieser plötzliche Tod von Clemens Awey, dem Biologen und Corona-Impfkritiker, der hat viele Menschen zutiefst schockiert und berührt und auch mich. Ging seine Selbsttötung auf die vernichtende Kritik zurück, die er sich durch seine kritischen Corona-Äußerungen eingefangen hatte? Hielt er es einfach nicht mehr aus, dass sein Wikipedia-Eintrag immer wieder und wieder manipuliert wurde, womöglich von der Pharmaindustrie? Oder hat sein Tod nichts mit seiner öffentlichen Rolle zu tun? Geht er auf rein private Gründe zurück? Ich habe nicht gleich den Mund aufgemacht, sondern ich habe erst mal lange nachgedacht, ich habe erst mal lange recherchiert und dabei habe ich etwas Interessantes herausgefunden, was und auch was mich mit ihm verbindet, das sage ich Ihnen jetzt. Mein Name ist Martin Wehle, ich bin Autor des frisch erschienenen Buches »Wenn jeder dich mag, nimmt keiner dich ernst« und ich bin Gründer der 365-Tage-Challenge, die Sie dazu anspornt, die wichtigsten Dinge Ihres Lebens nicht länger aufzuschieben, sondern endlich mit Erfolg und sofort anzupacken. Link unter diesem Video. Eines, das sage ich Ihnen gleich vorweg. Ich finde es unendlich schade, dass ein so sanfter, dass ein so feinfühliger Mensch wie Clemens Awey von uns gegangen ist. Das ist ein Mensch, der, genau wie ich, die Natur geliebt hat, der so gerne im Wald war, der sich mit der ganzen Erde verbunden gefühlt hat, ein Mensch, der sich mit den Tönen seines Klaviers vereinen und in einen Frühlingstag mit den Schallwellen davonschweben konnte, bis hoch zu den Baumwipfeln. Clemens Awey, das war ein feinfühliger, das war ein aus meiner Sicht hochsensibler Mensch. Und ich habe immer mehr das Gefühl, dass solche Menschen wie er in unserer Gesellschaft unter die Räder kommen. Dass die Besten, dass die Sanftesten, dass die Feinfühligsten auf der Strecke bleiben. Viel zu oft, wenn wieder einer zusammenbricht, wird der Eindruck von der Gesellschaft erweckt. Nicht der Angriff war zu hart, sondern der Angegriffene, der war zu schwach. Und damit schieben die Täter dem Opfer die Verantwortung in die Schuhe. Das finde ich verlogen, das finde ich infam. Denn nicht die Sensiblen sind zu weich, sondern diese Welt, die ist zu hart geworden. Ich habe nicht alle Ansichten von Clemens Awey geteilt. Einiges habe ich deutlich anders gesehen und auch in meinen Videos anders gesagt. Aber eines, das hat mich mit ihm doch ziemlich eng verbunden, zumal es in dieser Corona-Debatte so selten war. Eine Tonlage des Respekts und der Wertschätzung. Er war keiner, der seine Gegner diffamiert hat. Er war keiner, der Hass gesät und Andersdenkende geschmäht hat. Er war keiner, der aufs hohe Ross gestiegen ist und andere belehrt und nur deshalb für dumm erklärt hat, weil sie seine eigene Meinung nicht geteilt haben. Nein, so war Clemens nicht. Er war ein Mann der sanften Töne, die Worte, die perlten über seine Lippen wie die Musik aus seinem Klavier. Er war ein Meister der leisen, der bedachten Töne. Er war auf Harmonie bedacht, auch wenn er sachliche Differenzen austrug. Ich glaube, er hat, genau wie ich, in der Corona-Debatte sehr darunter gelitten, dass so viele Kritiker der staatlichen Maßnahmen, die diese für radikal und überzogen hielten, dass die selbst zu radikalen und zu überzogenen Antworten gegriffen haben. Es gab einige Kritiker, die die Verantwortlichen diffamiert haben und damit aufs gleiche Niveau abgerutscht sind. Nach vertraulichen Informationen, die mir vorliegen, galt zeitweise für das komplette deutsche Bundeskabinett die höchste Sicherheitsstufe. Das heißt, alle waren mit Personenschützern unterwegs, denn so viele ernstzunehmende Morddrohungen, die waren eingegangen. Das ist der Protest, mit dem Clemens Awey nichts am Hut hatte. Ich glaube, er war wie ich der Meinung, wenn man Vernunft von anderen erwartet, dann muss man sie vernünftig ansprechen. Wenn man Mäßigung von anderen erwartet, dann muss man sich selbst auch mäßigen. Und wenn man respektvollen Umgang von anderen erwartet, dann muss man respektvoll mit den anderen umgehen. In diesem Sinne fühle ich mich Clemens Awey verbunden. Immer, wenn ich mal ein Video oder einen Auftritt von ihm sah, immer erlebte ich einen Mann, der in der Sache klar und auch streitbar argumentierte, aber auch einen Mann, der nicht bereit war, zu einer Sprache des Hasses oder der Diffamierung zu greifen.
Er hat respektvoll mit seinen Gegnern gesprochen und das hat mir am allerbesten an ihm gefallen. Er ist in Zeiten, in denen alle hysterisch wurden, ruhig und gelassen geblieben. Er hat sich seinen Mitmenschen und auch seinen Meinungsgegnern einfach anvertraut. Er hat sich ihnen genauso verbunden gefühlt wie seinem geliebten Wald, wo er immer wieder seine Kraft tankte. Er hat sich in einer Zeit der Spaltung nicht spalten lassen, sondern er ist ganzheitlich geblieben, er ist ganz Mensch geblieben. Vor diesem Hintergrund, da stellt sich eine wichtige Frage. Wie sind seine Gegner denn mit ihm, mit Clemens umgegangen, dem sanftmütigen Menschen? Wurde er respektvoll, wurde er fair behandelt, wie er es selbst vorgelebt hat? Oder gab es einige Typen, womöglich auch aus der Pharmaindustrie, die gezielte Gift- und Hasspfeile gegen ihn geschossen haben, weil er ihnen ihr Geschäft verdorben hat? Ich habe die Artikel gelesen, in denen Clemens Awey herabgewürdigt wurde. Es traf nicht nur seine Meinung, sondern es hat ihn als Person, es hat ihn als Mensch gemeint. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie sehr das wehtut, wenn man öffentlich vor den Augen der Welt angegriffen wird, ohne dass man widersprechen kann. Man fühlt sich entehrt, man fühlt sich gedemütigt vor den Augen der anderen und das tut unendlich weh. Und ich weiß aus seinem nahen Umfeld, wie sehr Clemens Awey unter der Manipulation seines Wikipedia-Eintrags gelitten hat. Einerseits stimmt es, dass er umstrittene Thesen aufgestellt hat in Sachen Impfung und dass er dafür mit sachlichem Gegenwind rechnen musste, natürlich auch auf Wikipedia. Aber ich habe mir mal die Mühe gemacht, die Versionsgeschichte seines Eintrages dort durchzugehen. Und da sind mir, neben vertretbarer Kritik, eben auch viele, viele Angriffe aufgefallen, viele Tiefschläge aufgefallen, die nicht zu einer sachlichen Diskussion beitragen, sondern die offensichtlich seinen Ruf zerstören sollten. Das ist harter Tobak, der jeden Menschen schwer treffen würde, aber ganz besonders trifft so etwas einen Hochsensiblen. Ich weiß nicht, ob hier die Pharma-Lobby am Werk war. Die Handschrift, die würde jedenfalls passen. Und da Awey einen impfkritischen Nummer 1 Bestseller geschrieben hat, hier in der deutschen Spiegel-Bestsellerliste, ist stark davon auszugehen, dass zumindest gegen seine Thesen bezahlte Lobbyarbeit betrieben wurde. Aber vielleicht kamen die Angriffe auch aus einer ganz, ganz anderen Ecke. Ich weiß es nicht und kann mich deshalb nicht dazu äußern. Nun drängt sich die Frage auf, würde Clemens noch leben, wenn es diese sehr persönlichen Angriffe auf ihn nicht gegeben hätte? Entscheidend ist für mich nicht, auf welche Antwort wir bei dieser Frage kommen. Ich werde Ihnen gleich sagen, was meine eigene Recherche ergeben hat und welche Meinung ich dazu vertrete. Das ist noch kaum bekannt. Entscheidend finde ich, dass wir uns diese Frage überhaupt in dieser Situation stellen müssen. Wenn es möglich ist, dass eine Selbsttötung auf diese Debatte zurückgeht, dann zeigt uns das doch eines. Diese Debatte, die ist vollständig entglitten. Sind wir denn nicht mehr in der Lage, dass wir uns in einer Sache fetzen, aber dennoch als Menschen respektieren? Ganz egal, ob wir für oder gegen die Impfung, für oder gegen die Maßnahmen der Regierung plädieren? Sind wir denn wirklich nicht mehr in der Lage, in unseren Meinungsgegnern an erster Stelle kostbare Menschen zu sehen? Menschen mit Hoffnungen, Menschen mit Träumen, Menschen mit Ängsten und Menschen natürlich auch mit Irrtümern. Sind wir nicht mehr in der Lage, das Menschliche, um das es eigentlich im Leben geht, höher als alle Differenzen in der Sache zu stellen und zu gewichten? Und muss es wirklich sein, dass wir anderen Menschen schon deshalb den Verstand absprechen und die Ehre abschneiden, nur weil sie eine andere Meinung vertreten als die, die wir selber vertreten? Ich sage, wer Hass sät, der wird Hass ernten. Und wer destruktiv über andere Menschen spricht oder schreibt, der verstärkt damit natürlich die destruktiven Kräfte in diesen Menschen selbst. Der eine, der extrovertiert ist und seine Gefühle nach außen verarbeitet, der wird reagieren mit Aggression, indem er in derselben Tonlage zurückschlägt. Und der andere, zum Beispiel ein Typ, wie ich Clemens Awey einschätze, der wird eher mit
Depression reagieren, mit Traurigkeit und mit Verzweiflung, weil seine Gefühle nach innen gehen und dort verarbeitet werden. Ich möchte mich hier vor dem Menschen Clemens Arvey einmal verneigen. Ich möchte mich verneigen vor seiner großen Liebe zur Natur, vor seiner Sanftmütigkeit, vor seiner Musikalität, vor seiner menschlichen Haltung und vor seinem Mut, eine unbequeme Meinung gegen den Strom zu vertreten. Und es ist mir an dieser Stelle piepegal, ob er mit seinen Aussagen richtig lag. Der Wert eines Menschen, der darf niemals von seiner Meinung abhängen. Ein Mensch ist wertvoll, weil er ein Mensch ist. Jeder von uns, der ist ein Unikat. Schauen Sie sich im Spiegel an, ein Gesicht, das genauso aussah wie das Ihre, das hat es in der Geschichte der Menschheit noch nie, noch kein einziges Mal gegeben. Und die Gedanken, die Sie jetzt gerade in dieser Millisekunde denken, die wurden in all den Jahrmillionen noch nie von einem anderen gedacht. Sie sind einmalig. Jeder Mensch ist einmalig. Und darum sollten wir uns voreinander verneigen, sogar noch in der Unstimmigkeit. Und jetzt sage ich Ihnen, was ich über den Tod von Clemens Arvey herausgefunden habe. Offenbar litt er stark unter privaten Beziehungsproblemen. Er fühlte sich offenbar gefangen in einer zeitweise aus seiner Sicht toxischen Beziehung und deshalb war er sehr verzweifelt. Das hat er sogar in einem Facebook-Eintrag öffentlich gemacht. Und dieser Eintrag, der klingt schon ein wenig nach Abschied. Ich glaube also, dass man seinen Tod nicht allein auf den Umgang mit ihm in der Corona-Krise zurückführen kann. Aber ich kann natürlich auch nicht ausschließen, dass diese schmerzliche, diese ungeheure Erfahrung seine Empfindsamkeit erhöht und sein Leben eingetrübt hat und sich auch auf diese Beziehung und sein Empfinden ausgewirkt hat. Meist steht hinter einer Selbsttötung keine monokausale Erklärung, sondern es handelt sich um eine systemische Wechselwirkung. Einiges, das können wir ganz sicher nachvollziehen und anderes eben nicht. Doch wir können etwas lernen aus seinem Tod. Wir können lernen aus seinem Tod, dass wir eine andere Debattenkultur brauchen. Wir müssen begreifen, dass wir es nicht in erster Linie mit Gegnern zu tun haben, sondern mit verletzbaren, mit fehlbaren Menschen. Und diese Menschen, die wollen auf der Erde dasselbe wie wir. Die wollen geliebt werden. Die wollen ihre kurze Zeit in Glück und in Frieden auf dieser Erde verbringen. Die wollen respektiert und die wollen anerkannt sein. Diese Bedürfnisse, unser Menschsein, das kann uns über alle Meinungsgräben hinweg verbinden. Wir brauchen auf dieser Erde mehr Sanftmut. Wir brauchen mehr Respekt im Umgang und wir brauchen mehr Menschen, wie Clemens Arvey einer war. Ich wünsche ihm, dass sein Klavier jetzt für die Engel spielen kann. Mögen seine sanften Töne uns für immer im Ohr bleiben und auch den Ton der künftigen Debatten bestimmen. Und jetzt schauen Sie unbedingt noch mein Video darüber, welche Corona-Wahrheit jetzt aufgedeckt wurde. Hier erfahren Sie, was wirklich geschah in der Corona-Zeit. Es ist unglaublich. Klicken Sie den Link jetzt oben in der Infobox. Wir blenden das Video auch gleich noch am Ende des Videos ein. Ja, und dieser tragische Fall, der zeigt es wieder einmal. Das Leben, das ist unglaublich kurz. Darum kann ich Ihnen nur empfehlen, nutzen Sie jeden Tag, um das Leben zu führen, das Sie wirklich am glücklichsten macht. Werden Sie Menschen los, die Ihnen schaden. Lassen Sie falsche Kompromisse bleiben, Kompromisse, die Sie bremsen. Und biegen Sie ab in ein Leben, für das Sie wirklich brennen, für das es sich wirklich zu leben lohnt. Mit Erfüllung, mit Erfolg und mit Glanz, den Sie jeden Tag in den Augen haben. Und wie das geht, und zwar mit nur 3 Minuten Aufwand am Tag, das erfahren Sie in meinem Webinar, das 3-Minuten-Geheimnis. Klicken Sie jetzt hier, um dieses Geschenk zu nutzen und das Beste aus Ihrem Leben zu machen. Bleiben Sie mir treu, schauen Sie wieder vorbei, am besten mit Abo und Glocke. Ihr Martin Behrle.